Beim Lookalike-Contest funktioniert es eigentlich ganz ähnlich wie beim Cosplay-Wettbewerb, nur mit einem klitzekleinen Unterschied. Ja! Möchtest du ihn erklären, Sasso? Der Unterschied ist, man gibt ein Foto ab oder man hat ein Foto und anhand dieses Fotos wird entschieden, wie nah man dem Charakter aussieht. War das richtig? So ist es. Hachi. Gesundheit. Danke. Bitte. Und damit starten wir dann gleich mit der ersten Teilnehmerin im Lookalike Contest. Und sie kennt man aus The Batman Animated Series, Harley Quinn. Oh, ist was kaputt gegangen? Oh je. Nun gut, Harley Quinn aus Batman. Er spielt zwar eigentlich keine Rolle für den Wettbewerb, aber ist es selbst gemacht? Ja. Hey, Applaus! Wunderbar. Dann, Dankeschön. Wir sehen uns dann nochmal wieder. Und der nächste Charakter ist aus dem Spiel The Walking Dead. Thank you.
zwar als Anna aus Frozen oder auch die Eiskönigin. Großer Applaus für Anna aus Frozen. Als nächstes, die Startnummer 9, kommt Tracer aus Overwatch von Sandro. Die Jury wird hart und unerbittlich sein und wird sich jetzt noch zur Beratung zurückziehen und dann den Gewinner küren. Die Siegerehrung, die gibt es dann um 18.30 Uhr hier bei uns auf der Bühne. Und dann werden wir alle noch einmal wiedersehen und die Preise verteilen. Jetzt kommt was Schönes. Ja, denn jetzt wollen wir uns auf das Cosplayer-Gruppenfoto. Und dazu dürfen alle Cosplayer und alle, auch alle Nicht-Cosplayer, wenn ihr wollt, auf die Bühne kommen. Wir machen ein großes, großes Gruppenbild zusammen. Ich mach deine Hüte. So. Schauen alle gut aus? Aber Logo. Tschüss. Sieht echt cool aus. Das sieht echt cool aus. Alle Fotografen könnten mich etwas schlanker photoshoppen hinterher. Nicht wirklich. So. Alle drauf? Schauen alle gut aus? Auf geht's. Lächeln! Und dazu bitte ich die Jury des Cosplay-Wettbewerbs zu uns nach oben. Denn wir wollen ja unsere Gewinner küren. Los musste. Aber ihr habt jetzt die Gewinner des Cosplay-Wettbewerbs für uns dabei. Und dann würde ich sagen, starten wir mit Platz Nummer 3. So soll ich? Im Rahmen vom Cosplay-Wettbewerb. Nummer 3, da haben wir nur Star Wars stehen. Wer war beim Cosplay-Wettbewerb Star Wars? Wer hat sich als Star Wars verkleidet? Ach, da kommt er. Darth Nihilus. Herzlichen Glückwunsch zum dritten Platz. Und der zweite Platz im Cosplay-Wettbewerb. Das ist Zazu Naruwedi.
Das sind ja mehrere Leute. Ich glaube, dann tausche ich den Preis aus gegen etwas, wovon man mehr hat. T-Shirts. So, wir haben kurzfristig jetzt mal die Preise getauscht, weil ihr seid zu fünf, deswegen gibt es für euch fünf T-Shirts. Ich hoffe, sie passen, ich habe keine anderen Größen. Herzlichen Glückwunsch, Applaus! Und wir schreiten zum ersten Preis. Ist der nicht süß? Der erste Preis beim Cosplay-Wettbewerb. Der geht an Latana Cosplay. Herzlichen Glückwunsch! Dieses Ding ist größer als ich, glaube ich. Naja, was heißt das? Bitte schön. Herzlichen Glückwunsch! Und jetzt kommen wir zum Talentwettbewerb. Nein, Quatsch, zum Lookalike-Contest. Entschuldigung, Talentwettbewerb gleich. Zum Lookalike-Contest. Der dritte Preis ist Anna aus Frozen. Herzlichen Glückwunsch. Ich nehme mir das mal, dieses Talent. Schön, ein Täschchen für dich. Oh, meine Stimme, das ist echt grausam. Der zweite Platz im Lookalike-Contest. Geht an Sayalin als Makari. Einen großen, fetten Applaus. Team Chay, du musst ein bisschen lauter sprechen. Der erste Platz im Lookalike Contest. Der geht an Best Cosplay.